Mit Blick auf den Flüchtlingsgipfel am kommenden Donnerstag haben wir auf meinen Vorschlag hin heute einen 10-Punkte-Plan beraten. Ziel dieses Plans soll es sein, deutlich zu machen, dass wir dafür sorgen müssen, dass es eine erfolgreiche Integration derer geben muss, die auf Dauer bei uns bleiben werden, aber dass wir auch niemanden vergessen, der hier lebt und bessere Chancen zur Teilhabe und zu einem bezahlbaren Wohnen braucht. Es ist jetzt ein kraftvolles Anpacken erforderlich und kein Zögern und Zaudern. Ich will Ihnen in Kürze die aus meiner Sicht noch mal wesentlichen Punkte zusammenfassen. Wir brauchen keine abstrakte oder einmalige Vereinbarung zum Thema Kosten bei den Flüchtlingen, sondern es geht und muss um eine dynamische Vereinbarung gehen, die tatsächlichen Erfordernisse zur Grundlage hat. Es geht eben nicht alleine um Haushaltsdisziplin. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir durch sozusagen kleinkrämerische Verhandlungen nicht den Eindruck provozieren, dass es um ein soziales Gegeneinander in diesem Land ginge, quasi entweder die einen oder die anderen. Wir würden damit die Integration selbst gefährden, aber natürlich vor allem auch die Akzeptanz gegenüber den Flüchtlingen. Der Bund muss daher aus meiner Sicht auch stärker in die direkte Verantwortung gehen, mit Blick auf die Unterbringung selbst. Die Erstunterbringung ist ja bereits mit 40.000 Plätzen in den 4 bis 5 dezentralen Aufnahmelagern besprochen worden. Ich glaube, das kann und wird zunächst einmal nur ein Anfang bleiben. Die anfallenden Kosten bei der Gesundheitsversorgung müssen auch durch eine Gesundheitskarte vereinfacht werden und sollten als Pauschale von dem Bund übernommen werden. Wir brauchen darüber hinaus aber für eine gelungene Integration vor allem zwei Dinge, nämlich vor allem massive Investitionen in Bildung, Ausbildung und Sprachkurse. Wir werden dazu tausende Lehrerinnen und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter neu einstellen müssen. Und damit der Bund und die Länder das gemeinsam tun können, sind wir der Überzeugung, sollten wir das hinderliche Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern abschaffen. Insbesondere auch mit Blick darauf, dass wir den Kita-Ausbau noch schneller vorantreiben und unterstützen müssen als bisher. Was aus unserer Sicht völlig unvereinbar ist, ist, dass quasi mit der Erfüllung eines Kontingents der individuelle Anspruch auf ein Asylverfahren in Deutschland abgegolten sei. Wir werden eine Einschränkung des Grundrechts aufs Asyl und auch auf das individuelle Asylrecht nicht mittragen, weder direkt noch indirekt.